Als die Hamas gestern ihren grausamen Angriff auf Israel gestartet hat, war nicht irgendein Tag, sondern ein jüdischer Feiertag. Simchat Torah, zu Deutsch die Freude an der Torah. Die Freude darüber, dass Gott Israel die 5 Bücher Mose gegeben hat und mit ihnen die Gebote, die 10 Gebote. Und diese 10 Gebote sind heute tatsächlich der Predigttext in unserer Kirche. Und das ist ein ganz merkwürdiger Zufall. Was sagt man eigentlich nach so einem Tag wie gestern mit den vielen hunderten Toten, mit den vielen entführten Israelis, wo die Gewalt bis in diesen Augenblick, wo ich diese Predigt aufnehme, anhält? Mir fällt es deshalb vor allen Dingen schwer, da die richtigen Worte zu finden, weil ich gar nicht abschätzen kann, wie das weitergeht und wovon das vielleicht der Anfang war. Und diese Unsicherheit, die ist bei mir da. Und trotzdem will ich es mal versuchen, was zu sagen. Ich fange mal so an. Die 10 Gebote, glaube ich, sind uns von Gott deshalb gegeben, vor allem aus 2 Gründen. Ein kleiner Merkspruch fasst es so zusammen. Die 10 Gebote sind uns ein Riegel und ein Spiegel. Sie sind ein Riegel, um dem Bösen in uns, dem Dunklen, was in uns ist, einen Riegel vorzuschieben. Weil wir alle haben ja leider auch was in uns, was nicht gut ist. Und das sollen die 10 Gebote in Ketten legen, quasi der inneren Bestie in uns, die in Ketten legen und dem Bösen Einhalt gebieten. Wären wir nur gute Menschen mit lauter edlen Motiven und hehren Absichten, wir bräuchten keine 10 Gebote. Wir bräuchten gar keine Gebote. Wir würden von uns, von Natur aus, das Gute tun, so wie ein guter Baum automatisch gute Früchte hervorbringt. Ich muss auch nicht im Herbst zum Apfelbaum gehen und ihm sagen, hier hast du 10 Gebote, wie du richtig zu wachsen hast. Nein, ein guter, gesunder Baum wächst von allein, bringt von allein gute Früchte. Aber so sind wir Menschen eben nicht. Und darum sagt uns das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und für den Fall, dass wir es doch tun, dass wir dieses Gebot überschreiten, droht uns Gott mit Konsequenzen. Jesus hat es einmal so gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nun passieren. Mit diesen Terroristen, die gestern diesen grausamen Angriff auf Israel begonnen haben. Sie werden durch das Schwert umkommen. Sie haben dem Bösen freien Lauf gelassen und müssen nun mit den Konsequenzen leben. So sagt es das Gebot. Und damit wir Menschen, egal wo wir jetzt auf der Welt leben, ob wir gerade in Israel sind oder hier in Deutschland oder sonst wo, damit wir das eben nicht tun, dem Bösen in uns freien Lauf lassen, hat Gott uns die 10 Gebote gegeben. Als ein Riegel, als ein Stoppschild. Halt, stopp, lass es. Tu es nicht. Oder es wird Konsequenzen geben. Und damit sind die 10 Gebote eine gute Gabe Gottes. Und deswegen besingt Israel im Psalter, wenn ihr mal die 150 Psalmen lest, ganz oft die Gebote. Also da ist eine große Freude dafür, über das, was Gott uns in den Geboten auch schenkt. Und Jesus bestätigt das auch mehrfach im Neuen Testament, zum Beispiel in der Geschichte vom reichen Jüngling, dem er die 10 Gebote aufzählt und sagt, ja, das ist Gottes heiliger Wille für unser Leben. Diese 10 Gebote sind also gut. Heiliger Wille für unser Leben. Nur eins können die 10 Gebote nicht. Sie können unser Herz nicht ändern. Die guten Regeln sind gut, aber sie können mein Herz nicht ändern. Sie sind ein Riegel und als Riegel sind sie auch wichtig, als Stoppschild, aber sie lösen nicht den Kern des Problems. Sie gehen nicht an die Wurzel ran, dass in meinem Herzen was schlummert, was nicht gut ist. Dem Hass in den Herzen der Menschen, die für diesen Terror verantwortlich sind, der auch in dieser Stunde, während ich hier stehe, noch läuft, diesem Hass wird durch Gebote, durch Drohung, durch konsequentes Handeln ein Riegel vorgeschoben. Und das ist wichtig. Aber der Hass wird nicht verschwinden. Dazu bräuchte es etwas anderes.
Und das klingt vielleicht ein wenig kitschig, aber ich bin davon überzeugt, ein Herz verändern tut nur eins. Das tut am Ende nur Liebe. Und nun mache ich an dieser Stelle dieser Predigt mal ein Semikolon und möchte für den Rest der Predigt mehr über mein Herz und die Abgründe, die sich bei mir auftun, reden. Und ich kann euch nur ermutigen, ich werde es auch tun, für die Situation in Israel zu beten, für alle Menschen, die dort sind. Die 10 Gebote können das Böse in meinem Herzen nicht wegnehmen. Und deshalb gibt es manchmal eine ganz ungute Reaktion zwischen diesen eigentlich so heiligen und guten Geboten Gottes und mir als sündigen Menschen. Das ist eine ganz komische Reaktion, die ist vergleichbar mit, kennt ihr das Experiment, wenn man Mentos in Cola tut? Also ihr könnt euch das auf YouTube gerne an anderen Orten angucken. Es gibt eine wunderbare chemische Reaktion, die Cola sprudelt über und es gibt eine meterhohe Fontäne. Also zumindest kann man das mit so ein paar Tricks so machen. Also es gibt hier auf YouTube Videos. Und ich dachte, ich zeige das vielleicht mal, aber habe dann doch überlegt, mein Kirchengemeinderat hier, der freut sich, wenn ich nicht noch zusätzlichen Restaurierungsbedarf hier in der Kirche produziere. Von daher verweise ich mal auf andere YouTube-Videos. Aber es gibt Dinge, die sind an sich gut, aber wenn sie auf etwas anderes treffen, dann gibt es eine ganz explosive Mischung. Und so ist das, glaube ich, auch zwischen Gottes Geboten und uns als sündigen Menschen. Gottes Gebot ist an sich gut, aber wenn es auf mich trifft, gibt es eine Explosion. Die 10 Gebote sind wichtige Regeln für unser Leben. Wir brauchen sie als Riegel. Aber wo Gottes Gebote auf das Böse in meinem Herzen treffen, gibt es eine explosive Reaktion, wie wenn Mentos auf Cola trifft. Und ich möchte euch mal 2 dieser ganz unglücklichen Reaktionen heute in dieser Predigt vorstellen. Also 2 Dinge, wie Gottes eigentlich gute Gesetze in mir was ganz Ungutes hervorrufen können. Eine unglückliche Reaktion ist, dass die besten Regeln Gottes doch die Eigenart haben, mich auf eine unangemessene Art und Weise stolz zu machen. Und stolz heißt auch oft, ich werte mich auf und ich werte andere Leute ab. Hey, ich schaffe es, die Gebote zu halten, ich schaffe es, gut zu leben und du schaffst es nicht. Und das fühlt sich so gut an, dieses Überlegenheitsgefühl. Also einfach nur ein Beispiel. Eines der Gebote lautet ja, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Und in dem Gebot steckt ja auch drin, ich soll gut über andere Menschen reden. Also ich soll nicht schlecht, falsch reden über sie, sondern ich soll gut reden über sie. Und nun fällt es mir relativ leicht, einfach von meiner Charakterstruktur freundlich zu sein, irgendwie nett mit Menschen zu reden, Gutes über sie zu reden. Da habe ich nicht so ein Problem. Aber dann erwische ich mich selbst manchmal dabei. Ich erwische mich bei so einer Dynamik in meinem Herzen, dass ich manchmal über andere denke, ja, ich mach's richtig, aber du blöder Grießkram. Immer mit deinem grimmigen Gesicht, wie du andere so anflaumst. Du bist doch selbst schuld, dass du dir so viel in deinem Leben verbockst. Gut, dass ich nicht so bin wie du. Wenn ich die Gebote halte, dann fühle ich mich besser als andere. Und das fühlt sich eben gut an. Und das ist ja nicht nur bei den 10 Geboten so, sondern das ist im Grunde ja bei allen Regeln so, die durch unsere Gesellschaft geistern, auch bei ganz säkularen Geboten. Also ein bisschen triviales Beispiel. Aber es gibt ja so die implizite Haltung bei uns, du solltest regelmäßig Sport machen. Du solltest dich gut bewegen. Und wenn ich gerade mal wieder so eine Lebensphase habe, wo mir das gut gelingt, wo ich morgens um 5 aufstehe und mir die Laufschuhe anschnüre und so in den Tag starte, dann denke ich mir, ja, ich habe es geschafft. Ich bin ein selbstdisziplinierter Mensch. Warum schaffst du das nicht eigentlich? Und das fühlt sich gut an, irgendwie die Dinge besser hinzukriegen als die anderen. Und das ist verletzend, weil auch wenn ich das natürlich nicht sage, hey, ich kriege das besser hin als du, andere merken das natürlich. Das merkt man sofort, wenn jemand eigentlich so eine gute Regel benutzt, um andere abzuwerten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das geht ja auch so weit, dass wir Menschen manchmal Regeln und Gebote benutzen, um andere in so Kategorien einzuteilen. So gut und falsch, du bist auf der richtigen Seite, du bist auf der falschen Seite, das hier sind die Guten, das sind die Bösen. Und ich bin natürlich immer auf der guten Seite bei diesen Einteilungen. Und ich
bin davon überzeugt, dass das auch eine Dimension ist, die bei ganz vielen der großen politischen Themen mitschwingt, die wir so in den letzten Jahren gehabt haben. Ob es das Corona-Thema ist, ob Ukraine-Krieg, Klimawandel, Gendern, name it, was auch immer. Ich glaube auch, dass man bei diesen Themen eine klare Haltung haben sollte. Ja, großes Fass mache ich jetzt nicht alles auf. Nur, ich glaube, es gibt noch eine andere Dynamik, die da mitschwingt. Und das ist, dass wir Menschen dazu neigen, bei diesen Themen Gebote aufzustellen. Du musst das so sehen. Du musst das so und so tun. Was in manchen Fällen auch richtig sein kann, auch keine Frage. Nur es gibt eben die Dynamik, dass wir damit die Menschen einteilen und damit stehst du auf der richtigen Seite und damit stehst du auf der falschen Seite. Und daran erkenne ich, ob du das so und so siehst oder so machst, ob du eigentlich ein Mensch bist, der auf der richtigen Seite stehst oder ob du ein Mensch bist, der auf der falschen Seite stehst. Und ich bin hier oben und du bist hier unten. Und diese Abwertung, die manchmal damit einhergeht, auch wenn es ja richtig ist, um manche dieser Themen zu ringen, da bin ich voll von überzeugt, gar nicht die Frage. Aber diese Abwertung, das merken Menschen einfach. Und das ist unglaubliches Gift für unser Miteinander. Und das sind ja die besten Regeln, können wir dazu benutzen, um andere abzuwerten. Und das tun wir mit den Regeln in unserer Gesellschaft und wir tun es auch mit den 10 Geboten. Mein menschliches Herz neigt dazu, die besten Gebote zu missbrauchen, um mich aufzuwerten und die anderen abzuwerten. Das ist eine ganz blöde Mischung aus meinem Herzen und den Geboten Gottes. Eben halt wie, ne? Mentos und Cola. Eine zweite unglückliche Reaktion ist im Grunde genau das Gegenteil von dieser ersten. Nämlich, dass Gottes Gebote, wenn sie auf das Böse in mir treffen, mich nicht nur stolz machen können, sondern manchmal auch in die Verzweiflung treiben. Und das kann wie so ein Pendel sein, das hin und her schwingt. Zwischen mal bin ich sehr stolz und mal bin ich unglaublich verzweifelt an mir selbst. Wenn es klappt, dass ich die Gebote halte, denke ich, boah, was bin ich für einer? Ich habe das Leben im Griff und ihr anderen nicht. Und also ne, dieses Abwerten kommt rein. Und wenn ich es aber nicht schaffe, diesen Ansprüchen zu genügen, Gottes Ansprüchen oder manchmal auch irgendwelchen anderen Ansprüchen, dann verzweifle ich an mir selbst. Dann denke ich, was bin ich eigentlich für ein Loser? Ich will das nur mal an einem ganz kleinen Beispiel, vielleicht gar nicht dem wichtigsten Beispiel, aber an einem kleinen deutlich machen. Vielleicht, das nicht alle betrifft, aber vielleicht manche. Ich kenne Leute, die kommen nicht mehr in den Gottesdienst. Obwohl denen eigentlich Gottesdienst wichtig ist. Obwohl die ein unglaubliches Herz für Gott haben, die wissen, Gott will mit mir in Kommunikation sein, ich soll beten, ich soll Gottes Wort hören, du sollst den Feiertag heiligen, heißt das 3. Gebot. Und trotzdem kommen sie nicht mehr in die Kirche. Warum? Weil sie mal einen Sonntag nicht konnten oder sich nicht aufraffen konnten und dann den nächsten Sonntag auch nicht. Und dann haben sie so ein schlechtes Gewissen, weil sie irgendwie Gott aus dem Weg gegangen sind. Und dann fangen sie nicht wieder an. Sie kommen irgendwie nicht wieder hin, weil sie sich so schämen. Das ist eigentlich so schade, weil Gott natürlich mit offenen Armen dasteht. Aber wenn wir die Gebote nicht halten, bringt es manchmal uns in die Verzweiflung. Der Reformator Philipp Melanchthon, der Freund der Gebote Gottes war, hat trotzdem eine kluge Sache über sie gesagt. Er hat gesagt, lex semper accusat auf Latein, auf Deutsch, das Gesetz klagt immer an. Das heißt, das Gesetz ist nicht nur ein Riegel, wie ich am Anfang dieser Predigt gesagt habe, das Gesetz ist gleichzeitig auch ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem ich erkenne, ich bin nicht immer so, wie ich sein sollte. Ich bin nicht der Mensch, der ich gerne wäre. Ich schaffe es nicht. Und dann geht das Pendel manchmal vom Stolz rüber in die Verzweiflung. Ich glaube, das Einzige, was aus dieser Pendeldynamik raushilft, das Einzige, was das Problem des Bösen auch in meinem Herzen löst, der für viele dieser Konflikte auf der Welt verantwortlich ist, ich glaube, dass was wirklich nur helfen kann, ist die Liebe. Weil nur die Liebe unser Herz verändern kann. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir, wenn wir über die 10 Gebote reden, uns auch den Anfang der 10 Gebote angucken. Die gehen ja nicht los mit einem Gebot, sondern mit einer Liebeszusage. Mit einer Liebeserklärung. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott.
ist eine Beziehungsaussage. Ich bin dein, sagt Gott. Ich bin dein Israel, spricht Gott am Sinai. Und ich bin dein, spricht Gott heute zu dir. Ich bin dein Israel. Ich liebe dich so sehr, dass ich bei dir bleibe, egal was auch passiert. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich deshalb befreit habe, Israel. Aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland habe ich dich geführt, befreit aus der Sklaverei. Und ich bin dein, spricht Gott zu dir. Gott liebt dich so sehr, dass er für dich Mensch geworden ist. Gott liebt dich so sehr, dass er in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen. Aus Liebe. Das war der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aus Liebe. Und dort am Kreuz hat er all den Hass ertragen. Unsere ganze Bosheit hat sich an ihm ausgetobt. Aber er hat mit ausgestreckten Armen an uns festgehalten. Er hält an uns fest. Aus Liebe. Ich bleibe dein. Unsere Verzweiflung hat er getragen. Aus Liebe. So sehr bist du geliebt. Und ich glaube, wenn das irgendwie ankommt, dass Jesus dich so sehr liebt, dann macht das was mit deinem Herzen. Deswegen versammeln wir uns sehr oft hier am Sonntag zum einem Liebesmahl, zum Heiligen Abendmahl. Jetzt nicht mit Cola und Mentos, sondern mit Brot und Wein. Wo es auch keine zwei Gruppen mehr gibt, die es richtig sehen, die es falsch sehen. Nein, in dem Punkt sind wir alle gleich. Wir sind alle Sünder, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und wo ich mit ungutem Stolz umherlaufe, muss ich an diesem Altar zugeben, ich brauche auch deine Gnade, Gott. Ich brauche es. Und wo die Verzweiflung fast gewonnen hat, höre ich die freundliche Einladung. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, wie freundlich Gott zu dir ist. Das ist das Wort heute für dein Herz. Du bist unendlich geliebt. Amen.